Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. Und wir befinden uns immer noch hier unten, unten im Brunnen von Siofra. Und hier müssen wir nochmal kurz gucken, denn beim letzten Mal habe ich ja hier diese ganzen komischen Zentauren hier besiegt, oder Tauren, was es sind, Taurenmenschen. Und bin dann runter zu einer Klippe gegangen, wo aber so ein starker Ritter war. Und ich dachte, wir gehen erstmal nochmal einen anderen Weg, gucken, ob wir hier noch einen anderen Weg finden. Weil eigentlich haben wir ja die ganzen Flacken noch gar nicht entzündet, sondern sind einfach irgendwo hingelaufen, wo wir noch gar nicht hin sollten eventuell. Deswegen, lass uns mal hier gucken, ob wir hier erstmal weiterkommen. Aber hier sind natürlich sehr viele. Die müssen wir alle ein bisschen nach und nach fertig machen. Aber auch das werden wir hinkriegen, behaupte ich mal. Ich weiß nicht, sie da oben, na klar, die Zauberin, die ist natürlich ein bisschen nervig. Aber ich glaube, den müssen wir gar nicht killen. Können wir auch wieder dran vorbeilaufen. Die singt. Die singt auch nicht gerade schön. Die singt eher nervig. Aber lass sie mal singen. Und wir gucken, ob wir noch weitere... weitere von diesen Schreien finden, die wir entzünden können. Hier ist zumindest auf jeden Fall schon mal ein Leuchtfeuer, was natürlich für uns ganz gut ist. Also Ort der Gnade. So. Hier geht's auch längs. Wo führt uns das hin? Sollen wir mal versuchen? Wir versuchen mal. Okay. Müssen wir hier weitergehen? Da runter? Ist das so gut? Ja, versuchen wir mal. Hier links laufen? Ich glaube, es ist kein Weg, den man laufen sollte. Obwohl, ja, vielleicht doch. Da sind auch welche. Bevor ich da runterspringe, gehe ich nochmal hier längs. Okay, hier geht es gar nicht weiter. Gut, wir müssen also hier längs. Ja, wir können uns immer wieder zur Gnade zurück teleportieren. Verjüngende Boli, okay. Zumindest sollten wir auf jeden Fall hier längs wegen. Na gut. Sind viele gestorben? Wenn hier viele gestorben sind, klingt das nicht so gut eigentlich. Wieso sind hier so viele gestorben? Runenbogen, okay. Ach, da unten sind wieder diese komischen Viecher da. Wow, das ist aber ganz knapp. Was sagt er? Gegner voraus, okay, ich sehe ihn. Oh, ein Eisgegner diesmal. Nee, ein Imitator. Wow. Huch. Gehen wir hier auf die schon mal rauf. Goldene Rune wieder entdeckt. Aber wo geht's hier weiter? Hier vielleicht? Ah, okay. Ach, das sind wieder so Wege, ne? Die man normalerweise gar nicht laufen würde. Und jetzt läuft man die, weil man es kann. Schmetterlinge. Heranwachsender Schmetterling, okay. Okay, müssen wir wahrscheinlich hier runter. Oder darüber aufs Dach. Mehr gibt's hier nicht. Doch hier. Kann ich da rein? Nee. Ah, Skelett. Es werde schlaff. Ja. Mal
runterspringen? Kann ich. Okay, das war ein ganz anderer Weg, als ich gedacht habe. Schwarzes Schleifmesser. Lügner voraus. Ich dachte, das wäre jetzt ein Geheimgang, aber anscheinend nicht. Da geht's irgendwo rein. Lass uns doch erstmal die Leute hier angucken, oder? Da ist eine riesen Kugel da unten. Man kann auf jeden Fall runtergehen, das machen wir jetzt einfach mal. Halt, was war da noch? Nix, okay. Ah! Schon wieder ein bisschen spannend hier, ne? Fernkampf versuchen oder Blitz? Ja, wer ist denn hier? Ach, da unten. Hab ich noch? Ich hab noch zwei Pfeile. Quatsch, die Kugel dreht auch durch. Aha, kommt hier hoch. Nein! Okay. Ich bin hier direkt zwischen der Kugel. Aber ich kann nicht weg von der Kugel. Aber das kann ich kaputt machen. Okay, das ist ja cool. Ich stand hier in der Ecke und die konnte nichts machen. Und ich hab die einfach gut platt bekommen. Wie cool ist das denn? Ja, auch nicht schlecht. Ich frage mich, wofür die ganzen Dinger hier sind nachher. Gehen wir noch raus hin. Achtung, wertvolles Objekt. Wahrscheinlich Gefahr. Aber wie komme ich denn zu denen da hoch? Gibt es hier noch einen Aufgang irgendwo? Also, und sie. Aufgang gibt hier, aber gibt es anscheinend nicht. Ist die Frage, wie man zu dem da hochkommt. Ich teste mal, ob man die Mauern vielleicht kaputt machen kann da. Also, dass das eine Scheinmauer ist. Auf der anderen Seite vielleicht? Auch nicht. Gut. Dann kommen wir hier auch irgendwie anders nicht weiter. Was, da liegt ja einer, ne? Ich muss ja auch mal wieder ein paar Pfeile kaufen. Gehen wir erstmal raus hier. Gnade voraus. Ah, gut. Aber wo? Achtung, plumpe Person. Daher preise Tür. Da sind Gnade, okay. Die holen wir uns auch schnell. Es kommt jetzt kein Gegner, sondern das Blatt macht vor. Zumindest können wir unsere Hunde einsetzen gleich.
Gut. Oder auch nicht. Lass uns mal gucken, wo sind wir denn jetzt da? Haben wir noch irgendwie Pfeile oder sowas? Da. Bolzen, ne? Geist der Flammenpfeil. Ach so, nee. Das wollte ich nicht rüberbacken. Ha! Achso, so. Gehen wir alle mit nochmal. Ja, müssen wir mal gucken, was wir die mal irgendwie anders hinbekommen. Ich habe einige Zauber bekommen, aber was brauche ich denn für meinen. Was brauche ich denn hier unten für? Für Heilung der Ordnung. Weißglau und Laube 11. Achso. Ich bräuchte eigentlich nur irgendwas, womit ich Gift wegbekommen könnte. Aber gibt es hier nicht, ne? Doch, da Gegengift. Da brauche ich Laube 10. Das will ich haben. Müssen wir den Glauben auf 10 bekommen. Stufenaufstieg? Ja, fehlt mir noch. Fehlt mir noch bestimmt. Aber ich habe ein paar. Wir benutzen mal unsere Sachen. Fangen wir den größeren an. Wie viel gibt es dafür? 10.000. Das ist schon nicht schlecht. Nein, das reicht ja nicht. Alle drei. So. Da große Runen. Wir haben nur die, okay. Dann machen wir mal Stufenaufstieg. Ah, die müssen wir wahrscheinlich 5 Level machen, um das zu bekommen, ne? Ich will es trotzdem mal machen, irgendwie. Obwohl Stärke natürlich besser wäre. Ich mach nochmal eine Stärke. Ich mach das mal, wenn ich einen Boss besiegt habe, dann machen wir das nochmal, dass wir das irgendwie ändern. Gut. Wollen wir unseren Köter rufen? Dann gehen wir mal hier los. Hier sind natürlich viele von diesen Schleimbüdeln. Oh! Ein so Imitator auf dich. Nein, wer wird denn jetzt? Oh. Oh. Nein! Gut, dass wir gleich hier vorne wieder anfangen. Oh, da hätten wir schneller sein müssen. Ich glaube, ich muss die Hunde angreifen lassen, statt dass ich angreife. Was anderes wüsste ich sonst nicht. Macht am meisten Sinn, glaube ich. Hm. Ich nehme diesmal die Skelettmiliz mit. Dann lass mal gehen. Okay, wandelt sich schon? Thank you.
Alter! Vielleicht greifen wir den als erstes an, dann kann der sich nicht verwandeln. Und irgendwie sind unsere Hunde besser als die Skelettmiliz, sehe ich gerade. Weiß ich nicht, ob die besser sind, aber ich glaube es irgendwie. Eigentlich könnten wir auch nochmal zur Runde, zur Tafelrunde reisen. Wir machen jetzt erstmal das hier und dann reisen wir beim nächsten Dings reisen wir mal zur Tafelrunde. Um. Ja. Um einfach mal zu gucken, ob da irgendwas Neues ist. Jetzt holen wir uns das da erstmal. Drin, aber goldene Rune. Ach du Scheiße. Ach Mann. Wo sind meine Hunde hin? Die werden anscheinend weggeholt. Haha. Okay. Das ist ja gemein, dass noch so ein großer da rauskommt. Ich glaube, wenn man den aber schnell erwischt, so wie bei den anderen, dann kommt er vielleicht gar nicht. Also wir versuchen es mal ganz schnell jetzt. Die Hunde behalte ich mal noch für mich. Frage, ob wir die einfach ganz schnell anrennen. Ist hier nichts? Nein, das schaffen wir nicht. Alter, der ist aber stärker als der unten am Tor auf jeden Fall. Definitiv stärker als der unten am Tor. Vielleicht muss ich den auch gar nicht, vielleicht kann ich auch an dem vorbeirennen. Kann man den bekämpfen muss. Ich versuche mal dran vorbeizurennen. Vielleicht reicht das ja. Aber die anderen beiden müssen wir auf jeden Fall wegmachen hier, weil sonst haben wir die jetzt an den Hacken wahrscheinlich. Lösen wir ihn ja dann gar nicht aus, den Typen. Du musst dafür nur nicht zu dicht an ihn rankommen, ne? Geht's hier weiter? Geht jetzt nicht weiter. Hier ist ein Portal. Wo
geht's da hin? Zeit für dies, Magie aber Loch. Es ist auch immer so geile Aussagen, mit denen man nichts anfangen kann, ne? Zeit für Magie aber Loch. Hier sehen wir eine Truhe. Fingertöterklinge. Große Geisterteilige. Okay. Ist die Frage, was wir damit machen können. Aber da hinten liegt auch noch was. Ist da nicht noch ein? Achso. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Sieht so aus, ne? Ne. Gut. Ist die Frage. Ich glaube, man muss den gar nicht besiegen. Ich würde trotzdem mal dieses Ding benutzen. Gucken, wo es uns hinführt. Ja, reiß mal. Ach, dann bringt er mich wieder hier hin. Ach, perfekt. Okay, aber dann lass uns jetzt einmal kurz verwarten. Und dann reisen wir jetzt noch mal zu... zu unten, zu unser Dings hier. Ja. Ja. Weil ich muss da mal ein bisschen rumlaufen. Ich habe, glaube ich, ein paar Sachen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht können wir ja auch ein bisschen was aufrüsten. Schauen wir mal. Und wir müssen auch vielleicht mit Alma reden. Also auf jeden Fall müssen wir mit ihr reden, weil wir die andere Rune noch bekommen haben da. Kraft von Echo erhalten. Ich muss ganz kurz gucken, was es ist. Radans Bogen. Hm. Wie viel Gewicht hat der? 9,5. Also das Schwert können wir nicht nehmen. Aber vielleicht den Bogen. Wir machen das einfach mal. Heldenausrüstung erhalten. Radans Speer, Radans Roten. Achso, das können wir alles kaufen. Wiegt ja auch alles eine Tonne hier. Halbmondkrone der Königin. Na gut. Über Marika. Queen Marika is the vessel of the Elden Ring. Carry a god in truth. But after the Elden Ring's shattering. She was imprisoned in the Erd Tree, a grim punishment for shattering the Order. The fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence, but even in shackles, she remains a god and the vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join the fingers. Have willed it now, you may. Okay. Now go forth. Ich will mir den Bogen gleich mal angucken hier. Wenn wir diesen, ich mal gucken mal hier, wenn ich jetzt hier den Bogen austausche gegen diesen Bogen. Ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, aber hat natürlich auch deutlich mehr Gewicht. Was brauche ich denn? Stärke brauche ich 18, ich brauche Geschick 18, brauche ich auch. Stärke habe ich ja locker. Aber um den ein bisschen mehr Power zu bekommen, bräuchte ich auch noch Geschick. Nee. Nötiger Attribute? Habe ich doch beides. Ach so, ach, das ist weil okay. So. Und jetzt lass uns doch einmal zum Schmied gehen. Warte, wir haben auch ein paar Lilien gesammelt. Vielleicht können wir auch unsere Viecher noch ein bisschen stärker machen. Ich weiß es gar nicht. Die könnten wir auch nicht. Die können wir beide nicht stärker machen. Okay. Ja, Runen und so werde ich noch genug haben. Das ist nicht das Problem. Okay, schnappen wir mit ihnen nochmal hier.
took you for dead. No matter. Lay out your arm. Das Ding können wir auf jeden Fall verstecken. Hier nicht. Aber hierfür brauchen wir einen Dunkelschmiedestein, den wir sogar haben. Haben wir auch. Warte mal. Kurz mal hier reingehen. Machen hier. Oh, wir können auch unser Schild stärker machen. Dafür will er 2700 haben. Das machen wir auf jeden Fall einmal. Wir brauchen Dunkelschmiedestein 3, dann können wir auch die Waffe, den Bogen stärker machen. Aber das ist eigentlich Schnuppe. Wir brauchen auf jeden Fall mal die 6er irgendwann. So, wir können auch ein paar Sachen verkaufen. Wir können auch mal ein paar Sachen verkaufen hier, oder? So viel immer dabei. Wie verkaufen wir nicht die Sachen? Dunkelschmiedestein 8 haben wir sogar, aber es fehlt 6 und 7 dazwischen. Himmelstau. Achso, für die Kirche, okay. Kann man nicht viel benutzen von. Kannst du gerne haben. Können die Bolzen nicht alle verkaufen? Die Bolzen irgendwie nicht nutzen. Sachen lassen wir mal hier. Die lassen wir auch mal. Die Talismänner würde ich auch ungern verkaufen. So ab und zu kann man auch mal den Messer mal werfen, ne? Aber müssen wir, ich bin bloß nicht so gut da drin immer. Okay, den müssen wir irgendwann nochmal nutzen, damit wir den Segen der Rune haben. Da haben wir noch genug von. Okay. Gut, dann gehen wir mal. Was machen wir mal im Keller? War hier gar nichts? Doch, da geht's weiter, okay. Ich wollte sagen, war hier gar nichts? Irgendwas war doch auch im Keller. Ah, warte mal, wir haben doch so einen Steinschlüssel. Zumindest ist hier eine Truhe. Gebetbuch der Assassinen. Okay. Mehr ist hier nicht im Keller? Nö. Okay. Gut, wir gehen wieder nach oben. Ich muss mal halt überall durchgucken. Ich glaube, ich habe hier so ein paar Leute einfach übersehen mal irgendwann. Komm nicht rein. Nicht, dass ich irgendwas übersehe hier, aber ich glaube eigentlich nicht. Da kann man auch nicht durch. Oh, es gab noch mehrere Türen, ne? Hier kann man reingehen. Das ist sie, die uns dann auch irgendwas gibt hier, ne? I am pleased. Would you like me to hold the blessing? Would you like to be? Then good day. Dann brauchen wir nicht, wenn wir es noch haben, brauchen wir es nicht. Gut. Das hier oben nochmal. Okay. Ja, was Neues zu erzählen? Nee, brauche ich nicht. Hier ist noch was. Wer ist sie? You again. I thought you'd receive a summons to the round. The Feli Lu. We met at Stormvale.
Stimmt. Glad to see you here. I have something for you. Cool, gib mir was. Found it in Godric's crafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Arsenal-Talisman. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. Ach so. I'm sure talking to him will be worth your while. Sevius Trank überreichen. Ist das sie, die das haben soll? Warte mal, ist das sie? It's about time I headed. I'll see you again, Warwick. Warte mal. Auch wunderschön. Okay, dann geben wir ihr den Trank, oder? I'll see you again. Is that some kind of medicine? One that affects the heart, I'd wager. If it's what I think, I have no need of it. I am a warrior. I need no external aid. Not to brave the horrors of battle. Nor to bolster my resolve. Okay, will sie das nicht haben? Hm, schade. Ih, wer seid ihr denn nochmal? Eine Klangperle. Ah, die haben eine Klangperle. Sie haben sogar zwei. Des Geistertalionpflückers. Und noch eine Klangperle? Ach! Dann kann ich jetzt die Sachen von dem. Kann ich jetzt die Sachen von den. Ach so, ich kann jetzt die Sachen kaufen von diesem komischen Typen da. Das heißt, alles, was ich von diesem. Ich habe diesen einen Händler zerstört da, aus Versehen. Und das ist jetzt. Das heißt, ich kann jetzt alles kaufen von dem. Zurückgehen. Achso. Ich kann auch normale Sachen. Ach, komm, ich kann auch normale Sachen. Ach, das ist ja cool. Gut, aber was hat sie denn so für mich? Ich kann die Geisterteillinien kaufen, aber nur bis 3. Okay. Speicherstein. Nehmt Gestalt als Wert der Finger an. Ach so. Okay, also ich kill ich doch alle Händler, dann habe ich doch hier. Kann ich doch alles. Kann ich denn nicht alle nutzen hier? Das macht am meisten Sinn. Wollen hier überall hinreisen. Ich kann nicht reden. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then I bid you welcome as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir. As a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord, I am accumulating knowledge. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great rooms now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the Great Runes, the Shard, we of the Round Table know the location of 5 of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth the Grace Given, the Held Monarch and Lord of Laendel. And Renala, Queen of the Full. Und die haben auch besiegt. Also wir haben 3 haben wir ja schon besiegt. Das heißt, es fehlen nur noch 2. You'll still be after more great runes. Ah, guck mal, ich hab den Trank. Is that potion what I think it is? Bloody Celebus. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. The Round Table has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me and see if we can't get one over on the bastard? Ich traue den Typen da wirklich nicht, muss ich zugeben. Ich glaube, ich gebe ihm den. I'll dispose of the potion myself. You go and see Celebus, but don't give anything away.
Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion, as planned. Ah, guck mal. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own ass he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. Okay. Gut. Dann können wir ja theoretisch zu ihm mal zurückreiten und ihm sagen, dass wir den Trank abgegeben haben. Eigentlich, oder? Auch wieder lustig. Lass uns das doch mal machen. Gucken, was er sagt zu uns. Das ist doch witzig. Bin ich mal gespannt. So, ich möchte langsam mal... Ich möchte langsam mal die anderen, wie heißt das, an Dunkelsteine finden, damit ich mein Schwert stärker machen kann. Das finde ich irgendwie nicht. Na, dahin. Aber da runterhopsen kann ich ja nicht, ist zu hoch, ne? Ist mir ja schon. Was er sagt. Ah, so you made Nefeli drink the potion. Well done. You are a touch more useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift. Knowledge of the sorcerous arts under the tutelage of the great preceptor Celavis. I doubt much of it will lay within the grasp of a mere tarnished, but if you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. You wish to begin right this? Well, your impatience, though boorish, is under... Über Nefeli. So, you had Nefeli drink the potion? Ja. Truly? Then perhaps something was amiss with it. It's concocted from the finest ingredients, but perhaps I should review the recipe. I may have expected too much of her to begin with. Zauberei. Begging for another lesson. There remains much to be done. Okay, mehr kann ich nicht machen. Gut. Okay. So richtig viel, wenn sie weitergekommen. Jetzt können wir unten ja hier in dieser Dings weitermachen. Da. Heilige Städte der Nacht, Wald der Ahnen, da müssen wir nicht hin. Keine Ahnung, wo das jetzt hingeht, aber wir gucken mal. Genau, hier sind wir zurückgekommen, also können wir jetzt ja hier weitergehen. Wir müssen den hier oben nicht besiegen. Schleichen uns einfach dran vorbei jetzt. Ich habe wieder keine Pfeile gekauft, davon mal ganz ab. Müssen wir nächstes Mal unbedingt kaufen. Da oben ist noch ein Riesenwolf. Die kleinen Wölfe laufen hinterher. Dunkelschmiedschein 5. Mann, ich brauche einen 6er hier, Affen. Da hinten ist auch das Ding, was wir anmachen müssen. Sehe ich gerade. Und da müssten wir alle haben, glaube ich. Oder?
auch runtergehen. Aber warte mal, ist da jetzt nichts passiert? Das war vielleicht nicht die letzte, könnte ich auch sagen. Alles mit, was ich hier finde. Ich dachte, dass ich das jetzt geschafft hätte, durch dieses... Aber anscheinend nicht. Haben wir jetzt nicht alle Fackeln angemacht? Da oben die Fackel ist auch an. Dann müssen wir darüber? Ich sehe nicht mehr von den Fackeln. Dann müsste doch eigentlich dieser Elch, oder Quatsch, dieser Elch, ja, wieder auferwacht sein, ne? Und da hinten die Fackel haben wir auch an. Oder? Die ist nicht an. Habe ich die nicht angemacht im letzten Mal? Oder sind die das gar nicht vom letzten Mal hier? Tatsächlich ist sie nicht an. Das heißt, die müssen wir auch noch anmachen. Da sind auch noch ein paar Ratten. Ich hasse Ratten, nur so nebenbei. Aber wer singt denn da? So, also wir haben das angesehen, jetzt sammelt sich irgendwo die Kraft, das muss ja wieder bei diesem Elch sein. Aber wo war das nochmal, ne? Also beim letzten Mal war es ein Elch, wer weiß, was es diesmal ist. Ich weiß gerade bloß nicht mehr genau, wo das war. Ach fuck, verdammt, da kommt halt nicht gesehen. Hier oben längs laufen, Leute. Heilighornland, hier war das, ne? Da hinten ist er, aber ich glaube, wenn ich den solchen jetzt... Kann ich ihn jetzt schon besiegen? Oh. Na, wir versuchen es mal.
Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt nochmal rufen kann. Ich glaube wahrscheinlich nicht, ne? Ich stelle es trotzdem mal kurz ein. Nochmal so ein Viech. Königlicher Ahnengeist, okay. Ah, ich habe noch einen Wolf. Renn doch nicht da rein, du blöder Hund. Oh. Oh, Mist. Okay. Voll Leben bekommen. Na gut. Okay. Mist, ey. Okay. Gut, gut, aber ich glaube, ich muss den eher normal bekämpfen. Und lass die Hunde da auch raus, aber ein bisschen später. Okay, also wir gehen nochmal rein zu dem königlichen Ahnengeist. Der müsste ja pass zu machen sein. So. Thank you.
taucht er wieder auf, okay. Komm schon. Nervt mich das, finde ich echt. Okay, jetzt heilt er sich. Kurz warten. Jetzt wird er komplett geheilt wieder. Das ist so nervig. Meine Wölfe bringen hier irgendwie auch nichts. Die Hunde sind einfach nur dumm, oder nicht? Oh nein, hätte ich aufpassen können. Ach komm schon, jetzt bin ich unkonzentriert hier. Hält er sich wieder? Ach Mann, das ist doch scheiße, ey. Wie viel Leben der auch mal wieder bringt. Ach.
Ach ja. Gibt's gar nicht, es ist so beschissen. Diese Rolle ist doch einfach nur Kacke, ey. Ach nee, komm schon. Ich schaff das nie. Nicht mehr viel Leben, vielleicht schaffen wir es diesmal. Nein. Nein, nein, nein. Oh, verdammt, Axt. Oh, wir haben ihn. Diesen Affentypen, ey. Echo des königlichen Ahn. Der war doch auch mal... Der war ein bisschen nervig, aber wir haben es trotzdem geschafft. Einsammeln hier. Leider nichts drin, weil wir schon mal gestorben sind. Puha. Gut. Das war's. Ja, war eine Herausforderung. Aber... We did it. We did it. Schade, dass uns die anderen gar nichts gebracht haben, unsere Geister. Aber naja, was soll's. So. Jetzt kommt lieber ein bisschen flattern. Aber wir können ja, also hier, das haben wir ja gemacht. Wir können da auch noch hin. Was ist das hier? Alter Ahn, ja. Da müssen wir auch noch hin. Unter dem Brunnen. Gut. Reisen jetzt erstmal hier hin. Einfach mal um zu rasten und zu ruhen. Das macht, glaube ich, Sinn. Achso, so. Ja. Können wir uns eigentlich schon einen Stufenaufstieg machen? Ne, 27.000, okay. Von uns, ne? Gut. Ja, den haben wir geschafft. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.